Eines ist sicher, der Silvester 2020, der Jahreswechsel zum Jahr 2021, der wird ein ganz stiller. Dieses Jahr wird nicht mit einem großen Knall zu Ende gehen. Zusammenhängen tut das natürlich mit Corona. Wie könnte es anders sein? Dieses Jahr sind die Silvesterfeiern massiv eingeschränkt und auch das Abfeuern von Feuerwerken, zumindest in Ortsgebieten, das ist dieses Jahr verboten. Zu Silvester gilt die Sperrstunde von 20 bis 6 Uhr, also auch eingeschränkte Lockdown-Bedingungen, anders als zu Weihnachten. Das bedeutet, auch hier ist der Partybetrieb zwangsläufig eingeschränkt und eben in Ortsgebieten darf man keine Feuerwerke abfeuern. Das ist soweit beschlossene Sache. Es gibt hier auch eine Koordination mit den einzelnen Gemeinden, denn die Bürgermeister, die hätten ja grundsätzlich die rechtliche Möglichkeit, hier Ausnahmebewilligungen auszusprechen. Davon wird Abstand genommen. Karl Nehammer, der Innenminister, und Alfred Riedl, der Präsident des Gemeindebundes, haben hier die entsprechenden Vereinbarungen getroffen. Wer sich nicht an diese Regelungen hält, der muss mit einem ordentlichen Strafenkatalog mit saftigen Strafen rechnen. Bis zu 3.600 Euro sind fällig, wenn man als Feiernder zuwiderhandelt, wenn man eine Rakete abschießt in seinem Garten, wenn sich dieser in einem Ortsgebiet befindet. Das sind soweit zumindest für Feiernden die Strafen. Wenn man ein Betreiber ist, wenn man beispielsweise Feuerwerke verkauft auf einem Parkplatz in einem Ortsgebiet und wenn dann auch noch geböllert wird, dann sind sogar Strafen bis zu 10.000 Euro fällig, Freiheitsstrafen bis zu 6 Wochen. Kontrolliert wird natürlich auch, das ist vollkommen klar, das wurde erneut betont, insgesamt 4.000 Polizistinnen und Polizisten werden am Silvesterabend tätig sein. Die große Frage ist, was ist eigentlich jetzt nun erlaubt? Gibt es da noch etwas, das kann bejaht werden? Auch das kleine Feuerwerk, das kann zumindest in den eigenen 4 Wänden umgesetzt werden, denn verboten sind nur pyrotechnische Gegenstände ab der Klasse F2 und aufwärts. Und das bedeutet, dass beispielsweise Knallerbsen, Tischfeuerwerke und Wunderkerzen weiterhin erlaubt sein werden. Das sind soweit die neuesten und vor allem durchaus strikten Regelungen, was Feuerwerke zu Silvester betrifft.